Ein wichtiges Thema bzw. eine wichtige Fähigkeit, die Opfer von Narzissten entwickeln, ist Thema dieses Videos, weil ich in sehr, sehr vielen Coachings festgestellt habe, wenn ich mit Opfern von Narzissten reden konnte, wenn ich ihnen helfen durfte, dass alle dieses Phänomen in sich tragen. Diese Fähigkeit in sich tragen, die sie entwickelt haben, die sie als Überlebensmechanismus für sich gefunden haben und ihnen diese Fähigkeit gar nicht bewusst ist. Und erst durch das Gespräch, durch die Gespräche kam diese Fähigkeit zum Vorschein und konnte vielen helfen, sich dadurch besser einzuordnen, zu verstehen. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert-Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher und hier dazu zwei Bücher und das Wichtige hier, Burnout zu verstehen, weil das sehr viel damit zu tun hat, wie diese Fähigkeit auch den Burnout sozusagen dann durch den Burnout aufgezeigt wird, also Burnout verstehen und natürlich Selbstwert, der dir einen guten Schutz bieten kann, eine neue Grundlage für dein Leben, damit diese Fähigkeit in die richtige Richtung gelenkt wird. Hier dieses Buch, Selbstwert ist kein Gefühl. Solltest du an einem Coaching interessiert sein, melde dich gerne per E-Mail. Ich verlinke unten meine Website. Auf dieser Website findest du dann ein Kontaktformular, wo du dich melden kannst bei mir, damit wir ein Erstgespräch vereinbaren können, damit wir sehen, wie wir zueinander finden, wie wir uns verstehen auf dieser Ebene und wie ich dir vielleicht helfen kann. Gefällt dir das Video, darfst du es gerne mit einem Daumen hoch kennzeichnen, dass es dir gefallen hat. Du darfst den Kanal abonnieren, sofern du noch kein Abonnent bist. Das Glöckchen drücken, dann wirst du informiert, dass wieder neue Contents da sind. Und natürlich kommentieren und teilen, damit die in der Community die Menschen sehen, vielleicht ist es bei dir doch anders, dass es diese Fähigkeit bei dir nicht gibt, könnte sein. Oder dass du noch über andere Dinge verfügst, wo du denkst, es wäre wichtig für die Community, dass auch sie diese Dinge sehen. Doch nun wollen wir uns mit der einen Sache beschäftigen, mit der einen Fähigkeit, die du verstehen kannst, woher diese Fähigkeit in der Tiefe kommt. Wer unter narzisstischem Einfluss aufgewachsen ist, und oft sind es Menschen, die dann auch später in narzisstische Beziehungen gehen, der versteht, dass hier etwas grundlegend schief läuft. Hier ist nicht dieses bedingungslos angenommen sein, dieses du genügst, dieses ich bin wertvoll, sondern nee, deine Fähigkeit, dein Funktionieren ist wertvoll, du wirst klein gehalten, dein Selbstwert wird versucht, unten gehalten zu lassen. Du bist verantwortlich für die Stimmung der Eltern, du bist verantwortlich, wie es den Eltern geht. Du bist schuld, du bist derjenige, auf den alles abgeladen wird, so dieses Sündenbock-Syndrom. All diese Dinge in der Kindheit entwickeln in dir eine Fähigkeit, die dich lehrt zu überleben. Und bei dieser Fähigkeit geht es letztendlich um eine Überlebensstrategie. Und es ist traurig genug, dass Kinder Überlebensstrategien in den Elternhäusern für sich finden müssen, damit sie einigermaßen die Kindheit überstehen. Es ist schlimm, dass Menschen dann angewiesen sind, sich sozusagen etwas anzueignen, weil das Leben ihnen das nicht bieten kann, weil das Leben ihnen das nicht gibt, die Eltern ihnen das nicht geben können. Und um was es sich hier handelt, ist etwas, das dich im späteren Leben begleitet, Segen und Fluch zugleich, weil du es gelernt hast und hier kommt diese Fähigkeit, in einen Raum zu kommen und sofort die Stimmungen lesen zu können. Wo noch niemand etwas sieht, merkst du über die Stimmung, dass etwas nicht in Ordnung ist. Alle Opfer von Narzissten, mit denen ich bisher zu tun hatte, mit denen ich geredet habe, haben diese Fähigkeit, dass sie sehr, sehr sensibel auf Stimmungen reagieren. Stimmungen, Ungereimtheiten, kleine Disharmonien, kleine Spitzen, diese Menschen betreten den Raum und erspüren, da ist irgendetwas nicht in Ordnung.
Sie können es noch nicht benennen, aber sie spüren die Stimmung. Aber woher kommt es? Warum ist es so? Weil ihre Eltern solche Stimmungskanonen waren, die ihren Frust, ihre Unzulänglichkeiten, ihr Minderwertigkeitsgefühl auf das Kind übertragen haben, dem Kind die Verantwortung gegeben haben, sich völlig irrational verhalten haben, hat das Kind gelernt, aufzustehen und erstmal nach der Stimmung der Mutter oder des Vaters zu schauen, wie sieht's heute aus und wie muss ich mich verhalten, dass die Stimmung nicht kippt, dass es nicht von fröhlich in gefährlich kommt oder wenn es schon gefährlich war, missmutig, Silent Treatment ohne Grund, dass ich mich positiv verhalte, dass ich die Stimmung wieder verändern kann. Diese Fähigkeit haben diese Opfer in sich verankert. Das ist etwas, das sie in sich haben, wie so eine Fähigkeit, ein Naturell, das genährt wurde und entstanden ist durch die Stimmungen, die sie lesen mussten, damit sie in der Kindheit einigermaßen überleben konnten. Es ist nicht etwas, das im Bewusstsein passiert ist, sondern das Unterbewusstsein hat das Kind mitbekommen, ich muss schauen, ich bin verantwortlich für die Stimmung, ich bin verantwortlich für die Harmonie der Familie, ich bin verantwortlich für das, dass es meinen Eltern gut geht, dass die ausgeglichen sind und hat gelernt, Disharmonien sofort zu merken und sich dementsprechend angepasst zu verhalten. Stimmungsleser, das sind die Opfer von Narzissten und jetzt kommt ein Narzisst und auch er arbeitet am Anfang über Lovebombing. Gute Stimmung, super Stimmung, verändert es langsam und jetzt läuft dieses Programm wieder los. Das Opfer richtet sich ganz nach den Stimmungen des Narzissten, um diesen möglichst bei Laune zu halten. Also hier kommen die deutschen Worte sehr gut zum Tragen. Stimmungskanone bei Laune zu halten, Harmonie wiederherzustellen, weil ich ja für die Harmonie und für das Wohlbefinden des anderen zuständig bin, das kenne ich. Und wenn ein Narzisst dieses System entdeckt und sie entdecken das, warum auch immer, wie so Pole, die sich anziehen, so finden oft diese Menschen im Narzissten den Partner, der ihnen Sicherheit gibt. Ja, obwohl das eine völlig kontroverse Sache ist, konträr, finden sie doch Sicherheit, weil dieses System ihnen bekannt ist und sie genau wissen, wie sie reagieren können. Und somit sind sie am Anfang in der Sicherheit, aber die Partnerschaft wird sich verändern. Und wenn das dann so schlimm wird und irgendwann das Ende ist, weil die Energie ausgelaugt ist, wenn das Opfer dann am Boden liegt und aufwacht, beginnt die Dinge zu verstehen, dann ist eins dieser Phänomene Stimmung. Ja, genau. Das war jetzt bei allen, mit denen ich die Coachings machen durfte, bei allen genau das Gleiche. Und es waren sehr, sehr viele, das dürft ihr mir glauben. Stimmung war immer der Faktor, der durchging. Ich möchte nicht sagen, jetzt, weil es kann ja immer eine Ausnahme geben, der dann schreit, also bei mir ist es nicht so, es kann sein, aber der Großteil der Menschen, die Opfer von Narzissten sind, sind sehr, sehr sensibel für Stimmungen. Und diese Fähigkeit ist Segen. Du verstehst Dinge schnell, du kannst Verhältnisse, Beziehungen einordnen, der Nachteil, dass du dann angepasst reagierst und versuchst, die Stimmung dann wieder gut zu machen, entweder den Clown zu spielen oder Schuld auf dich zu nehmen. Verschiedene Strategien des Stimmungserhalts bzw. der Harmonieherstellung, die dann als Trigger bei dir angeregt werden und du dann in diese Systeme zurückfällst. Dass das nicht passiert, dazu hilft der Selbstwert, den du für dich finden darfst, hilft zu verstehen, wie Burnout funktioniert, warum so viele Opfer im Burnout sind und immer wieder reinkommen, weil hier Systeme im Untergrund, im Grundüberzeugung, im Unterbewusstsein laufen, welche nicht einfach durch Dinge, die von oben drauf gestülpt werden, verändert werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video zeigen, dass es Segen und Fluch ist, Stimmungen lesen zu können, aber sich mit dem mal auseinanderzusetzen und sagen, ja, ich bin so sensibel auf die Stimmung, aber warum ist das so? Und ich habe die Chance,
das durch das Verstehen auch jetzt positiv anzuwenden und aus dieser Grundüberzeugung etwas Neues entstehen zu lassen. Gerne helfe ich dir dabei durch ein Coaching, melde dich bei mir und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig mehr Verständnis für dich und deine Situation weitergeben. Auf dem Weg in deine Freiheit wünsche ich dir viel Kraft, Gottes Segen und sende dir wie immer ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.